Seit der Gamescom ist ja nun schon eine ganze Zeit vergangen und trotzdem habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, euch über eines meiner schönsten Erlebnisse der Messe zu erzählen. Aber lasst mich dafür kurz ausholen. Für die meisten Spieler besteht so ein Gamescom-Besuch ja größtenteils aus Warten und Schlange stehen. Für uns Redakteure ist das ein bisschen anders. Wir hetzen den ganzen Tag von einem Ende der Messe zum anderen, dem Zeitplan immer ein klein bisschen hinterher, weil, naja, irgendwas klappt halt immer nicht. Kurzum, die Gamescom ist ganz schön stressig. Jeder Moment der Ruhe ist da wertvoll. Und einer dieser Momente war für mich dieses Jahr der Anspieltermin mit Anno 1800. 2 Stunden lang konnte ich dem Messetrubel entfliehen und ein kleines eigenes Dörfchen aufbauen. Ich habe Straßen gezogen, Häuser platziert und meinen winzig kleinen Bewohnern beim Arbeiten zugeschaut. Das war schon fast meditativ. Über das Grundprinzip von Anno 1800 haben wir auch schon echt viele Worte verloren, deshalb will ich euch gar nicht lange mit den Basics aufhalten. Nur so viel, wenn man erstmal die erste Ressourcenknappheit überstanden hat und die Wirtschaft brummt, ohne dass man noch groß eingreifen muss, macht sich ein richtig cooles Gefühl der Tiefenentspannung breit. Nach rund einer Dreiviertelstunde konnte ich mich breit grinsend zurücklehnen und habe einfach nur noch zugeschaut, wie der Wind durch meine Felder weht und das Korn hin und her wippt. Das ist ja wie Urlaub hier. Aber genug geträumt. In diesem Video will ich euch natürlich auch noch ein paar handfeste Neuerungen in Anno zeigen, die ich jetzt auch schon selbst anspielen konnte. Die wichtigste Ankündigung der Gamescom betraf natürlich den Release-Zeitraum. Bisher hieß es immer, dass Anno 1800 im Winter 2018 fertig wird. Jetzt hat Ubisoft den Termin präzisiert, im Februar 2019 ist es soweit. Moment mal, Winter 2018? Februar 2019? Haben die vielleicht zu viel Anohol getrunken? Nein, natürlich nicht. Bei vielen internationalen Unternehmen weicht das Fiskaljahr einfach aus steuerrechtlichen Gründen vom Kalenderjahr ab. Ubisoft feiert bilanztechnisch also Neujahr am 1. April. Das Jahr geht also für sie tatsächlich bis zum 31. März. Geflunkert haben die Mainzer Entwickler also nicht. Anno kommt wirklich im Winter 2018 heraus, nur ihr Winter ist halt ein bisschen anders als unser Winter. Die 3 anderen Neuerungen sind nun aber schon wirklich spielerischer Natur. Und um sie zu sehen, müssen wir das beschauliche kleine Anfängerdorf, das ich hier baue, endgültig verlassen und ein bisschen nach vorn springen. Ah, viel besser. Mittlerweile ist mein Ort zu einer richtigen Stadt angewachsen und die Produktionsketten sind größer und verzweigter. Es reicht nicht mehr nur Holz abzubauen, ich brauche jetzt Primärressourcen, die zu Baumaterialien werden und am Ende noch in weiteren Schritten zu Waren veredelt werden. Dafür benötige ich aber nicht nur einfache Bauern, sondern auch Arbeiter, Handwerker, Ingenieure und Investoren. Bis dahin sind diese Bevölkerungsstufen nichts Neues. Nun muss ich aber dafür sorgen, dass nicht alle Bewohner zu intellektuellen Dichtern und Denkern aufsteigen, denn sind wir mal ehrlich, irgendwer muss ja auch noch die Schafe hüten und Holz hacken. Bei der Stadtplanung muss ich also bedenken, wo die Prachtstraßen der Stadt verlaufen sollen und wo das einfache Volk lebt. In früheren Serienteilen waren die niedrigen Bevölkerungsschichten eher nerviges Beiwerk, nun brauche ich sie aber wirklich, um die Produktionsketten am Laufen zu halten. Aber damit ich mir in der Hinsicht nicht zu viele Gedanken mache, dass manche meiner Stadtteile für immer aus Bauern bestehen werden, während andere zu prachtvollen Stadtpalais aufsteigen, richte ich meinen Blick einfach in die Ferne und lenke mich mit ein paar schöneren Dingen ab, den neuen Expeditionen zum Beispiel. In Anno 1800 kann ich zum ersten Mal mit dem Schiff nicht nur von einer Insel zur nächsten auf meiner Übersichtskarte schippern, sondern auch raus bis auf eine Weltkarte zoomen. Auf der Gamescom waren hier 3 Auswahlmöglichkeiten anklickbar. Unsere europäisch angehauchte Heimatinsel, die neue Welt im Südamerika-Setting und eine archäologische Expedition. Diese Expeditionen sind eine Möglichkeit, um exotische Items und Dekogegenstände für die eigene Stadt zu erbeuten. In diesem Fall schicke ich den Clipper Cruddy Snark los. Bevor der Turn losgeht, kann ich 4 Itemplätze mit Waren oder besonderen Persönlichkeiten besetzen. Was auch sinnvoll ist, weil die Moral der Crew jetzt bei gerade mal 17% liegt. Die Chance, dass das Schiff sein Ziel nicht erreicht, ist damit recht hoch. Also weise ich dem Schiff einen Captain, einen Geistlichen und eine Komikerin zu. Das sollte die Moral der Truppe auf jeden Fall oben halten. Der Captain erhöht außerdem die Chance, aus Seeschlachten siegreich hervorzugehen, der Bischof kann Krankheiten heilen und die Komikerin ist gut in Diplomatie. Alles Dinge, die auf dieser Reise sinnvoll erscheinen, wie das Expeditionsmenü verrät. Außerdem packe ich noch ein bisschen Proviant und Kanonenkugeln unter Deck, man kann ja nie sicher sein. Und schon ist die Moral von 16 auf 87% gestiegen.
Und während die Cruddy Snark zu ihrem Ziel segelt, schauen wir uns jetzt erstmal den zweiten Punkt auf der Weltkarte an, die neue Welt. Zum ersten Mal besiedeln wir in Anno 1800 nämlich nicht nur eine Inselgruppe in derselben geografischen Region, sondern können in zwei unterschiedlichen Regionen Siedlungen anlegen. Auf diesen tropisch angehauchten Südseeinseln im Südamerika-Setting sind wir vor allem auf der Suche nach Öl. Das muss ich aus dem Boden pumpen, auf Schiffe verladen und mit Eisenbahnen auf meine Heimatinsel zum Kraftwerk fahren, um dort Strom zu produzieren. Den braucht man wiederum, um die Stadt in höhere Entwicklungsstufen zu befördern. Wer aufsteigen will, muss also expandieren und mehrere Siedlungen gleichzeitig managen. Spannend! Selbst spielen konnte ich die neue Welt leider noch nicht, deshalb gibt es bis jetzt auch nur diese paar Trailer-Szenen zu sehen. Aber gutes Timing. Just in diesem Moment ist sowieso die Expedition angekommen, die ich vorhin losgeschickt habe. Die Mannschaft der Cruddy Snark ist auf der Suche nach Artefakten in den Regenwald gefahren und hat dort Bekanntschaft mit den Einheimischen gemacht. Offenbar ein bisschen zu intim, einige der Seeleute haben sich in die Söhne und Töchter des Königs verliebt und dürfen die Insel jetzt nicht mehr verlassen. Es startet also ein kleines Minispiel, was mir die Wahl gibt, die Situation auf drei unterschiedliche Arten zu lösen. Den König von der ehrlichen Liebe der Crew überzeugen, das Schicksal einfach abzuwarten oder ohne die Mannschaft zurückzukehren, was die Moral und damit die Chance senkt, sicher heimzukommen. Erinnert ihr euch noch an die Komikerin, die ich extra wegen ihrer diplomatischen Kenntnisse mitgenommen habe? Ja, sie soll es jetzt richten. Aber scheitert irgendwie. Die Einheimischen vertreiben uns, statt Schätzen und Artefakten gibt's einen Pfeilhagel und der Bischof ist tot. Das ist jetzt irgendwie doof für das Video. Aber mal angenommen, die Expedition wäre erfolgreich gewesen. Dann hätte die Crew Items zurückgebracht, die ich in Museen und dem Zoo für meine kleinen Bewohner hätte ausstellen können. Das wiederum sorgt für einen höheren Kulturwert, was meine Stadtattraktivität steigert. Und ja, richtig gelesen, hier habe ich gerade wirklich rosa Delfine als Belohnung bekommen. Rosa Delfine! Uff.